Wir feiern diesen festlichen Kantatengottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gott sei mit euch. Festliche Gemeinde von nah und fern, herzlich willkommen zum Kissinger Sommer. Und wir als Kirchengemeinde sind Teil davon. Es ist für mich persönlich mein erster Kissinger Sommer in der Stadt. Und ich staune über Menschen in historischen Gewändern, die plötzlich um die Ecke kommen, über grandiose Musik plötzlich auf einem der Plätze, aber auch in den wunderbaren Sälen dieser Stadt und in den Kirchen. Da erklingt Musik. Und ich freue mich über eine Kantate, die Jan Dismas Zelenka vor 300 Jahren komponiert hat und die heute zu Gehör kommt. Und der Intendant des Kissinger Sommers, Herr Steinbeiß, ist heute auch unter uns und wir danken ihm einfach für diesen Tipp, den Böhmen Jan Dismas Zelenka mal zu bedenken, und der wird heute zu Gehör kommen mit seinem Werk. Und gerade eben haben Sie eine Ouvertüre gehört, auch ein Motiv von Zelenka, und deswegen kein Orgelvorspiel, sondern dieser festliche Beginn. Mein besonderer Gruß gilt natürlich Ihnen allen hier im Altarraum und im Chorraum, den Mitwirkenden, Chor, Orchester, Solistinnen, Solisten unter der Leitung unseres Kirchenmusikdirektors Jörg Wölche. Wo ist er denn? Ach, da oben ist er natürlich bei der Orgel, klar. Und wir alle stimmen ein in den Lobgesang Gottes, der uns helfen kann, trotz allem, was vielleicht gerade eben überhaupt nicht zum Loben ist in dieser Welt und vielleicht auch bei uns persönlich das ein oder andere. Aber dennoch, trotzig, setzen wir unser Vertrauen auf ihn und loben unseren Gott. Thank you.
allen Misstönen, die wir vernehmen oder die wir manchmal selbst in die Welt bringen. Erbarme dich deiner Menschheit. Lass aus Dissonanzen Melodien des Friedens, des gegenseitigen Respekts und der Mitmenschlichkeit werden. Wir rufen zu dir, erbarme dich unser. Wir stimmen ein in die Worte des 98. Psalms und ich bitte Sie, die eingerückten Zeilen zu lesen. Jauchzet dem Herrn alle Welt, singet, rühmet und lobet. Mit Trompeten und Posaunen jauchzend vor dem Herrn, dem König. Die Ströme sollen frohlocken und alle Berge seien fröhlich vor dem Herrn, denn er kommt, das Erdreich zu richten. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Lasst uns beten. Treuer Gott, nicht immer ist uns nach Singen zumute, aber du hörst alle Töne unseres Lebens. Die Fröhlichen, die Lauten, die Verhaltenen, auch die Stummen. Und immer wieder stimmst du mit ein, dein Grundton geht nicht verloren. So lass uns in allem uns einüben im Singen deiner Melodie, der Melodie der Freiheit und des gelingenden Miteinanders. Dies bitten wir dich im Namen Jesu, unserem Bruder und Freund. Amen. Wir hören als Lesung einen Abschnitt aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Kolosse. Da heißt es, zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld und einer ertrage den anderen und vergebt euch untereinander. Wenn auch jemand Klage hat gegen den anderen. So wie ja auch der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Über alles aber zieht an die Liebe, zu der ihr berufen seid, in einem Leibe und sie regiere in euren Herzen. Und seid dankbar. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit, mit Psalmen, mit Lobgesängen und mit geistlichen Liedern, singt Gott dankbar in euren Herzen. Und alles, was ihr tut, mit Worten, mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesu Christi und dankt Gott dem Vater durch ihn. Lasst uns auf Gottes Wort und Weisung antworten, mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten
und das ewige Leben. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von dem dreieinigen Gott. Liebe Festgemeinde, der Kissinger Sommer flutet unsere Stadt geradezu mit Musik. Es ist unglaublich, was da alles erklingt und wie viele Menschen sich in unsere Stadt aufmachen. Und einige von ihnen sind heute Morgen in den Gottesdienst gekommen. Ich habe schon Menschen entdeckt, liebe Menschen aus München und vom Main und aus anderen Regionen. Seien Sie alle ganz herzlich willkommen. Es ist schön, so zusammenzukommen, ja, und auch wieder so eine festlich gefüllte Kirche zu haben. Klänge, Gesänge, Instrumente, Rhythmus seit alters her hat die Musik dazu gedient, den Menschen zu erfreuen und Gott
zu loben. Gottesdienste sind gar nicht anders zu denken als in dieser Kombination von Musik und Liturgie, von Hymnologie und Theologie. Ein Gesamtkunstwerk, zu dem natürlich auch die Architektur und die bildende Kunst, die Sprache und die Inszenierung gehören. Erst miteinander ergibt der Gottesdienst ein gelungenes Ganzes. Da ist es geradezu sinnbildlich, Sie haben es gewiss gemerkt, dass Jörg Wölche und ich uns heute das gleiche Pult da unten teilen. Er steht dem Orchester hin zugewandt, ich mit der Musik und ich mit der Liturgie der Gemeinde zugewandt. Beides, Musik und Liturgie, entfalten sich heute sozusagen von dem einen Ort aus. Und gleich werden wir das Te Deum von Jan Dismas Zelenka hören, ein Zeitgenosse Johann Sebastian Bachs. Die beiden haben sich gekannt und sehr ihre Arbeit gegenseitig wertgeschätzt. Bach in Leipzig, an der Thomaskirche, Zelenka in Böhmen, aus Böhmen stammend, arbeitete in Dresden als Hofkomponist. Und man geht davon aus, dass sie sich dort in Dresden wohl auch begegnet sind. Im ersten Teil hören wir gleich die Sätze 1 bis 7. Festlich, geradezu überbordend, beginnt dieser Lobgesang mit dem ersten Satz, stark entfaltet in 192 Takten, die schier nicht enden wollen. Cherubim und Seraphim, alle Engel des Himmels, aber auch der ganze Erdkreis, alle, wirklich alle, werden zum Lob aufgerufen. Das muss, so erwartet man, wenn es dann erklingt, einen unglaublichen Klang ergeben. Aber, liebe Gemeinde, auch Zelenka, so denke ich mir, scheinen die leisen und die bedrohenden Töne seiner Zeit beim Komponieren nicht in Vergessenheit geraten zu sein. Er hat sie nicht verdrängt in seiner geistlichen Musik. Die Pest hatte zwar Europa 1722 für immer verlassen, aber die Qualen und Verluste waren 1724 wohl noch lange nicht vergessen. Und so erstaunt es dann auch nicht, dass der zweite Satz mit gerade einmal 6 Takten, in denen das Sanctus den Ton angeben soll, eben nicht in einem fröhlichen und harmonischen Dur erklingt, sondern in einem geradezu erschauernd schönen H-Moll. Also, Zelenka bereitet vor, jetzt kommt der riesige Klang des Lobes im zweiten Satz und dann sind das nur 6 Takte und das Ganze auch noch in H-Moll. Ich finde das wirklich bemerkenswert. Und ich verstehe das so, dass er damit zum Ausdruck bringt, dass unser menschliches Loben Gottes eben nicht unbedarft geschieht. Auch wenn wir Gott loben, dann tun wir das immer im Akkord und im Vielklang mit all dem anderen, was uns gerade bewegt, beschwert, aufrüttelt, ärgert oder schier verzweifeln lässt. Lob ist wohl immer ein Gemischtwarenladen. Selten so ein Ereignis in Reinkultur. Es schwingt einfach vieles mit. Schweres aus der Vergangenheit, Angst auf Zukünftiges, und Zelenka setzt diesen Gedanken im zweiten Satz gekonnt um. Der dritte Satz dann wieder, da sollen Himmel und Erde von Gottes Herrlichkeit erfüllt sein, da wechselt er wieder in Wohlklänge, als wäre nichts gewesen. Im dritten Satz dann, Himmel und Erde sind erfüllt von Gottes Herrlichkeit und als wäre nichts gewesen, wird die Musik wieder schneller und voller Freude. Im vierten Satz dann, preisen Apostel und Propheten und Märtyrerinnen, die ganze Kirche preist Gott. Sanft, leicht, schön kommt dieser Part daher, sie wird es nachher hören, sodass man fast fragt, ist das nicht zu schön? Eine zu leichte Musik angesichts dessen, was Märtyrerinnen und Märtyrer in dieser Welt erduldet, erleidet haben, aber eben noch heute erleiden? Nein, so scheint der Komponist zu sagen, diese Musik ist nicht zu leicht.
Denn es ist ja nicht umsonst gewesen, was Menschen durch die Jahrhunderte hindurch mit ihrem Leben bezeugt und bezahlt haben. Es bleibt ein Wohlklang, dass Menschen aufstehen gegen Unrecht. Sei es Stephanus, der erste Diakon und Märtyrer des Christentums aus der Apostelgeschichte, sei es die junge Sophie Scholl, sei es der Bürgerrechtler Martin Luther King oder Journalistinnen und Journalisten heute in den unsäglichen Diktaturen der Welt. Menschen, die in ihren Ländern, in Nordkorea, in Afghanistan, in China, in Russland, eben in ihrem Land und als Bürger dieses Landes und Bürgerinnen aufstehen und trotz aller Bedrohung und Einschüchterung nicht schweigen, die für etwas einstehen, Zeugnis geben von einer gerechteren und menschlicheren Welt. Denn das bedeutet das Wort Martyrium, Zeugnis. Nicht nur Gott, auch Ihnen gilt das Lob zwischen den Zeilen in der Musik, die wir gleich hören. Und in den Sätzen 5 bis 7, Sie sehen es dann in Ihrem Liedblatt, erfolgt der Lobpreis Jesu. Zunächst schwer getragen, Grave steht darüber, der Kreuzestod ist angedeutet. Jesus einer, der eben nicht zunächst an sich und den eigenen Vorteil und den eigenen Gewinn denkt, sondern der für andere Last auf sich nimmt und stellvertretend zeigt, was für eine Wirkungsgeschichte und eine Bedeutung einer wie er haben kann. Jesus, der konsequent auf Gewalt verzichtet und scheinbar nur schwach daherkommt. Er ist bis heute in dieser Welt bekannt und ein Begriff. Wir wissen, wofür Jesus einsteht. Die Kriegstreiber und Gewalttätigen der letzten 2000 Jahre sind dagegen eine Nummer, nicht der Rede wert, auf der Liste dessen geschrieben, was man gerne für immer vergessen kann und möchte. Und das sollten sich diejenigen einmal vor Augen halten, die heute meinen, mit Gewalt würden sie sich selbst ein Denkmal setzen können oder gar ihre Bedeutung vergrößern können. Nichts nützt es ihnen, damals nicht und heute nicht. Sie sind bei aller Macht, die sie natürlich traurigerweise wirksam missbrauchen, nichts nütze für diese Welt. Zerstörung von Hab und Gut, von Menschen und von Beziehungen hat noch nie etwas gebracht. Man fragt sich kopfschüttelnd, ob manche wirklich nicht lernfähig sind, weil sie ja sichtlich bei der Barbarei vergangener Jahrhunde stehen und stecken bleiben. Zelenka weitet den Lobpreis vom Grabe, von dem Lobpreis Christi aus. Zunächst eben, wie gesagt, schwer, tiefsinnig, aber dann im Adagio, in D-Dur, eher zart und getragen, bis hin zum fulminanten Allegro, in dem Tempo steckt. Und das, liebe Gemeinde, das ist die Ziellinie allen Leidens. Es wird verwandelt werden zu einer bewegten Herrlichkeit. Und auch, wer in schwerer Zeit noch nicht weiter zu blicken vermag, weil es eben gerade nicht einfach ist, möge auf diese Veränderung trauen, die verheißen ist, auf Gottes verwandelndes Tun und sich mit Rainer Maria Rilke zuflüstern lassen: Zaudern und säumen, nur das nicht. Richte und recke auf dich, richte und recke auf dich zum Licht. Richte und recke auf dich zum Licht. Thank you.
Was für eine Musik! Jeder Teil mit einem eigenen Charakter, mit theologischen Akzenten und voller Emotionen. Die Bitten, die gleich im zweiten Teil folgen, machen deutlich, da erwartet einer etwas von seinem gesungenen Gebet. Und zwar nicht weniger als Rettung und eine Perspektive, die bis in die Ewigkeit reicht. Eine Vorstellung, die im 10. Satz durch zwei Frauenstimmen, Sopran und Alt, eine sehr, wie ich finde, geerdete und reale Klangfarbe erhalten. Es geht nicht um Vertröstung auf den Sankt-Nimmerleins-Tag, sondern um eine Zukunft, die das Jetzt und das Heute schon verändert und natürlich dann auch bis in Ewigkeit. Zelenka lässt wohl auch deshalb das Erbarmen im 13. Satz im Miserere in aufbauendem D-Dur erklingen. Auch das bemerkenswert. Und er bekennt im Schlusschor, auf dich, Gott, habe ich meine Hoffnung gesetzt. Freilich, auf diese Hoffnung zu setzen, das ist eine Lebensaufgabe. Und vielleicht kann man davon ja auch nur mit Hilfe der Musik, mit Hilfe von Gleichnissen und tastenden Gedanken sprechen. Jedenfalls war auf Hoffnung setzen noch niemals umsonst. Denn diese Hoffnung in uns, sie verändert die Welt. Sie bringt Tatkraft und verändert die Sichtweise der Menschen. So möchte ich Ihnen zum Schluss von einem besonderen Film erzählen, der von dieser Hoffnung erzählt, berichtet und es auch sichtbar macht. 2017 kam der Film in Frankreich in die Kinos. Sein Titel La Mélodie, der Klang von Paris. Die Geschichte ist schnell erzählt. Für den 50-jährigen Violinisten Simon Daou läuft es musikalisch gerade nicht so gut. Die Engagements bleiben aus und er muss irgendwie Geld verdienen und nimmt einen Vertrag als Lehrer an einer Pariser Schule in einem sogenannten Problemviertel in Belleville, in einem also dieser Vororte der berüchtigten Banlieues von Paris an. Dort, wo ein verwahrloster Hochhauskomplex neben dem anderen steht und die Sprache der Straße gerade nicht Wohlklang sind. Natürlich hat die Rasselbande in dieser Schule überhaupt keine Lust auf klassische Musik und schon gar nicht auf Geigenunterricht. Die Kinder zeigen wenig Respekt, weder für den Lehrer noch für die teuren Instrumente. Nur ein Junge, der ruhige Arnaud, reagiert anders. In ihm steckt ein echtes Naturtalent und er erkennt, das mit der Geige, das ist seine Chance. Und durch Arnauds Vorbild, denn er übt wie ein Wahnsinniger, gelingt es dem Lehrer wirklich, auch die anderen Kinder Stück für Stück an diese Geige heranzuführen und sogar auf ein kleines Konzert in der Pariser Philharmonie vorzubereiten. Zwei verschiedene Welten treffen aufeinander und in dieser Begegnung entsteht etwas Neues und sehr Menschliches. In diesem harten Umfeld geschieht eine unglaubliche Transformation mit den Kindern, aber auch mit diesem Musiker, der plötzlich sieht, hier, an dieser Stelle, ist mein Platz. Ich habe gefunden, was ich gesucht habe. Was ich noch bemerkenswerter finde, ist, dass der Regisseur Hachi Tami, der gerade mal damals 32 Jahre alt war, sich für diesen Film an einem realen Projekt, nämlich dem Projekt Demo der Pariser Philharmonie, orientiert hat. Dieses Projekt hat Kindern bis heute in schwierigen Stadtteilen Musikinstrumente zur Verfügung gestellt und sorgt auch für Unterricht. Und alle Kinder, die in diesem Film La Mélodie mitspielen, sind Laiendarsteller, die beim Casting vor Ort wirklich in Belleville gefunden wurden und die alle haben dann zusammen mit den Erwachsenen in diesem Film tatsächlich Geige spielen gelernt. Klar, nicht virtuos, aber doch so, dass ein Beginn zu sehen war. Und zu sehen, wie diese Kinder dann langsam mit diesem Instrument, das ihnen überhaupt nicht vertraut war, doch vertraut werden, sich der Geige immer besser bedienen
Das ist schon extrem berührend. Und so machen sich diese Jungen und Mädchen dieses prestigereiche Instrument, eigentlich das immer für die anderen Kinder nur da ist, für die, die sich's leisten können, aber sie machen sich dieses Instrument zu eigen. Nicht nur im Film, auch in der Realität. Und weil die Wände in ihren Wohnungen zu dünn sind und die Nachbarn gar keine Freude an quietschenden Anfängertönen haben, üben diese Kinder dann auch schon mal auf den Dächern der Hochhäuser. La Melodie, ein leiser Film, wenig Effekte, wenig Action, eher dokumentarisch und doch voller Hoffnung. Ja, es kann gelingen, die Welt zu verändern. Wir sind zu so viel Gutem fähig. Es lohnt sich. Und die Musik kann ein Schlüssel sein. Wer mit offenen Ohren und Augen durch die Welt geht, wird staunen, was alles an Lobenswerten und an Erfreulichem wirklich geschieht und kann darüber einstimmen in das Lob Gottes. Des Gottes, der uns befähigt, der uns fordert, der uns antreibt, andere zu sehen, menschlich zu bleiben und Gott in allen Phasen unseres Lebens, komme was mag, dennoch zu vertrauen. Denn er hat noch einiges mit uns vor. Und deshalb können wir einstimmen in den Schlusschoral, in dem es bei Zelenka heißt: Auf dich, Gott, habe ich meine Hoffnung gesetzt. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unser Verstehen und Begreifen, er bewahre eure Herzen und Sinne, euer Leben, eure Hoffnung und euer Lob in Christus Jesus. Amen. Thank you.
An dieser Stelle steht jetzt aber besonders ein ganz großer Dank an alle, die heute zu dieser festlichen Kantate beigetragen haben, mit vielen, vielen Proben, mit Hin- und Herfahren aus ganz Deutschland, kann ich Ihnen sagen, aus Essen und aus Karlsruhe und aus Würzburg, der Madrigalchor und überall her. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich. Also für mich war es eine bewegende Premiere, hier so einen Gottesdienst zu erleben, und ich glaube, der Gemeinde ging es ganz ähnlich. Und ich danke auch dem Kirchenmusikdirektor, Herr Bölche. Und er kriegt jetzt schon mal stellvertretend für alle etwas, was ich mir ausgedacht habe. Also ich dachte, wenn ich jedem eine Rose in die Hand drücke, dann ist die, bis sie zu Hause kommen, ist die abgeknickt. Es gibt, naja, es ist zwar nicht Böhmen, aber so die Richtung Mozartkugeln. Herzlichen Dank. Also, das verlangt geradezu nach einer Weiterführung, und darauf freuen wir uns. Und wenn es Ihnen auch allen so gut gefallen hat und Sie gesagt haben, naja, da wird dann die Theologie und der Glaube ja irgendwie auch ins Herz gesungen, dann öffnen Sie bitte Ihr Herz, nämlich wenn Sie hinausgehen. Alles, was heute eingelegt wird, ist für die Kirchenmusik. Und ich will jetzt gar nicht jammern, aber naja, 2 Jahre Pandemie sind auch bei uns nicht ganz spurlos an uns vorbeigegangen. Also wir brauchen Unterstützung für die Kirchenmusik und für solche wunderbaren Kantaten, Gottesdienste und alles andere. Also geben Sie, soweit Sie es können, einfach herzlich dort in die Körbe. Es ist alles für die Kirchenmusik, und ich sage schon mal einen herzlichen Dank. Und so gehen wir unter dem Wochenspruch: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. So segne Gott seine Kirche, aber auch die ganze Welt nach dem Reichtum seiner Gnade. Und wir erheben uns zu den Fürbitten. Wir danken dir, Gott, für die Grundmelodie deiner Gnade und bitten, befreie alle Menschen aus bedrängten Situationen. Gib Gedanken und Wege des Friedens in alle Herzen.
Gib Weisheit und guten Willen denen, die Regierungsverantwortung tragen und an den Verhandlungstischen der Welt sitzen. Wir danken dir für die Gott, für die Grundmelodie deiner Nähe. Vor dir denken wir an unsere verstorbenen Gemeindeglieder. Herr Helmut Renner, Herr Heinz-Jürgen Mazur, Herr Erwin Liebsch. Nimm sie auf in jene Welt, die wir nicht sehen, aber die wir erhoffen, und tröste alle, die nun traurig sind. Stärke sie mit deinem belebenden Geist. Wir danken dir, Gott, für die Grundmelodie deiner Treue und bitten, segne alle Chöre und Musikschaffenden, die dich mit Herzen, Mund und Händen loben. Sie alle tragen dazu bei, dass der Glaube in uns zum Schwingen kommt. Mit ihnen zusammen lass uns dein Lied der Hoffnung anspinnen, das uns gewiss macht. Du, Christus, bist und bleibst unser Rückenwind. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und Herrlichkeit in Ewigkeit. Und so geht aus diesem Gottesdienst mit der Musik im Herzen und der Hoffnung, geht in eine neue Woche unter dem Segen und Wegeleit Gottes. Gott segne euch und behüte euch. Gott lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch Frieden.